Ich packe mir kurz das alles rein. So. Ja, das brüht. Ah, noch mehr. Zack. Zack. Wäre zumindest einfacher. Es gibt einfach schon praktische Mods, halt. Ich bin ja noch gar nicht fertig. Ach, cool. Ah, nee, doch nicht. Seine Animation war auf das Ganze. Ja, okay, wäre auch ein bisschen doof, wenn man bloß einen Teil von dem Ganzen abbauen möchte. Dann wäre es vielleicht ein bisschen ungeil. Wenn man mal alles raushaut. Ja, also alles kaputt macht. So, eine Pressure Plate wäre ja nicht schlecht. Wo ist denn hier Holz? Nehmen wir das auch gut dazu. So. Na, das Holz behalte ich mal. Wie weit bist denn du? Du bist immer noch am Machen. Ah ja, jetzt brauche ich ja nicht mehr. Wo habe ich denn das jetzt hin? Das suche ich. Ich glaube, ich brauche ein paar. Slabs brauche ich aber auch. Warum haben wir das alles so Slabs? Ich brauche sowieso, glaube ich, nochmal eine größere Fuhr. Ich glaube, ich brauche noch mehr Kobbel. Ja. Ich werde mehr Kobbel brauchen. Weil ich will. Oder kriege ich das. Oder mache ich das. Oder kann ich das rein aus Slabs machen? Nee, geht eigentlich nicht. Ich würde hier gerne so eine Umrandung machen. Die kann ich jetzt schon mal hinhauen, soweit es geht. Oder geht vielleicht. Das muss ich kurz ausprobieren. Das würde mich jetzt mal interessieren. Ob das geht. Ich glaube aber nicht, dass darauf jetzt und darauf das. Na, schade eigentlich. Das wäre es jetzt noch. Das zu kombinieren. Andersrum geht. Also man kann hier so ein bisschen rumtricksen. Und das so machen. Aber das habe ich, das habe ich hier oben gar nicht. So, so. Schade. Ach, da wären sogar noch Holzlips gewesen, habe ich gerade gesehen. Ja, dann muss ich da dann die Treppen machen. Für die ich dann noch ein bisschen Steine benötige. Ja, ja, das reicht denn hier unten immer. Nee, nee, da brauche ich noch mehr Kobbel. Gehen wir mal ein bisschen sammeln noch. Ich könnte eigentlich, wenn ich hier gerade bin. Zack. Zack. Eine Bohne habe ich noch. So. So. Kubli. Machen wir hier mal weiter. Reißen wir so ein bisschen die Wand ein. Das ist unsere große künstliche Höhle. Die an der großen natürlichen Höhle angrenzt, ist, ja, ist dann auch sehr praktisch. Ja, stimmt, hier hatten wir die Erze. Genau, Erze kann man ja auch noch dabei abgrasen, abgreifen, wie auch immer. Passt das schon? Ich würde überlegen, ob ich nochmal so ein Thema auspacke, aber wie ich eigentlich vorhin schon erwähnt habe, eigentlich die Themen, die sind eigentlich. Weiß nicht, gut, ich brauche eigentlich bloß ein Stichwort. Ich dachte es eigentlich nie, aber selbst ein Stichwort, ich weiß es nicht. Ich habe immer so das Gefühl, wenn ich mir Themen aufschreibe, ich krieg das einfach nicht so wirklich hin, dieses Thema dann durchzuziehen. Vielleicht muss ich es einfach üben. Vielleicht ist es auch einfach Übungssache, weil so oft mache ich das eben nicht. Und, muss ich vielleicht einfach mal öfters durchziehen. Aber wie gesagt, ihr könnt mir auch einfach, stimmt, wir wieder, lassen wir mal Fragen stellen. Fragen stellen, vielleicht auch Themen erfragen. Themen vorschlagen, suchen, die ich mal versuchen sollte zu besprechen. Das sollte ich, aber sowas zu Kommentaren, also das wird jetzt kritisch.
Weil ich müsste dann solche Kommentare dann erst lesen, kurz bevor ich aufnehme. Dann lese ich es zum ersten Mal und mache mir zum ersten Mal dazu Gedanken. Wird aber schwer, weil ich mich ja gleichzeitig auch. Ach, scheiße, ich habe keine Spitzhacke mehr. Habe ich die. Ach, scheiße, die Workbench habe ich natürlich jetzt nicht mitgenommen. Ich bin ein Held. Ich will ja auch gleichzeitig trotzdem Kommentare beantworten. Und dann ist es doof, wenn ich jetzt bis zur nächsten Aufnahmesession, die ja weiß Gott wann sein kann, so rein theoretisch, keine Kommentare mehr beantworte. Es wäre irgendwie doof. So, wie viel gibt es Brot? 2,5. Okay, das waren doch mehr als 2. Da ist die Workbench, nehme ich mal wieder mit. Möchte irgendwo Sticks rumfliegen? Ich sehe sie zumindest gerade nicht. Ich glaube, das sind doch keine. Wie geht auch das Holz aus? Das ist noch koppelt. Ich glaube, ich kann auch gleich. Mach gleich mal 2 Dinge. Das sind Stone Bricks. Einmal eine Axt und einmal eine Pickaxe. Eine Axt und eine Pickaxe. Ins Bett kann ich auch gleich gehen. So. Na, das ist fertig. Das ist fertig. Das ist fertig. Du bist fertig. Ah, das war eine, das geschafft. Schon praktischer bei der Maschine. Die automatisch erkennt. Oh, das ist fertig. Das kann ich abbauen. Ach, scheiße. Die sind jetzt wieder so kacke groß. Oh, ach nee, die sind sehr friedlich. Hey, schrie ich erstmal voll. Alter Schwede. Inventory tweaks, not. Lol. Okay. Ist der nicht da? Nein, ich will hier hoch. Baue ich mich. Mit Holz hoch, mit Holzplanken. Ja, ich weiß es. Rein theoretisch ist es egal. Ich wollte den Baum jetzt nicht nochmal aufbauen. Ich finde das schon doof aus. Was ich aber machen kann. Wenn ich da durchkomme, ja, komme ich. So. Zweiten Baum hier gleich mit down kriegen. So. Das kriege ich auch von unten. Ich will ja eigentlich jetzt bloß noch mein Haus fertig kriegen. Und ich glaube, dann lasse ich es auch mal. Ich will es auch nicht übertreiben. Wert ist das jetzt? Ich habe gerade eigentlich voll. Ich habe hier drauf geklickt. Also Minecraft ist mit der 1.8er irgendwie komisch geworden. Habe ich so das Gefühl. So, machen wir ein paar Stairs. Ein paar Brats. Yo, heute voll Englisch und so. ja. Halt, ich wollte eigentlich noch Dirt holen, damit ich wieder hochbauen kann. Kann ich mich einmal hier rundrum bauen? Habe ich hier den Slab vergessen? Anscheinend. Da ist er. Oh, war ich wohl irgendwie in Gedanken, was bei mir öfters vorkommen kann. Das ist ja nichts Ungewöhnliches. Hier brauche ich noch 4 und ein Schlabbidi-Schlepp. Ein Schlepp. Ah, ich kann ja nicht rein. So. Das reicht ja gerade so. Das ist perfekt abgemessen. Das wusste ich. Das wusste ich. Ah, scheiße, eben nicht. Eben nicht. Ich brauche ja noch Slabs für oben. Ich muss ja Stone Brick Slab. Ich muss ja hier noch mit Slabs bedecken. Wie viel sind denn das? Das ist ein. Es sind 49, 2 weniger 47. Ja, wenn ich da einmal die Dinge einen Stack mache, dann habe ich es auf jeden Fall drin. Müsste ich nicht immer komplett, aber egal, ziehen wir es trotzdem komplett durch. Rein theoretisch reichen 48. Ah, ne, nicht einmal. Es reichen sogar noch weniger. Es reichen 24.
So. Das müsste eigentlich reichen, weil ich kriege aus einem Stone Brick. Also aus 4 Stone kriege ich 4 Stone Bricks. Aus einem Stone Brick kriege ich 2 Slabs. Dann müsste ich mit 32 Stones, 32 Bricks kriegen, also 64 Slabs. Und das reicht ja vollkommen. Habe ich ja immer noch zu viel. Naja, ich mit Rechnen, gell? Also ich weiß, das ist sogar eins meiner Themen gewesen. Dass Mathe eigentlich rein theoretisch eigentlich komplett einfach ist, weil es einfach nur bestimmte Regeln hat, die man befolgen muss. Wenn man zum Beispiel irgendwelche Gesetze nimmt. Ja, es hat ja einfach nur Gesetze, Regelmäßigkeit, also es sind ja keine richtigen Gesetze. Es macht ja einfach so Sinn. Wenn man es anders rechnen würde, würde es keinen Sinn machen. Weil ich so oft so typische Schülerfehler sehe, die nun ja, was genau und ja einfach, ja, wenn man es einfach mal so mit einem Beispiel rechnen will. Also meistens entstehen diese Fehler erst, wenn man mit Variablen rechnet und dann wird halt ja, so ein klassisches Beispiel, wenn man Wurzel aus a² plus b² nimmt. Also Wurzel komplett über die ganze Summe da, dass halt oft dann dann noch weiter rauskommt a plus b. Was ja, wenn man es mal für a und b mal Zahlen einsetzt, überhaupt keinen Sinn macht. Ich nehme immer gern, was schön zu rechnen ist, a gleich 3 und b gleich 4, weil dann hätte man 3 im Quadrat ist 9, 4 im Quadrat ist 16, 3 und 9 sind, 9 und 16 sind 25 und die Wurzel 25 ist 5, also aus der Rechnung müsste 5 rauskommen. So, wenn man es jetzt aber sozusagen mit dem Äquivalent vergleicht, also a plus b, wenn das wirklich stimmen würde, dann würde ja dran stehen, a war 3 und b war 4. 3 plus 4 ist 7. Das würde heißen, dass 7 und 5 das gleiche sind, was natürlich totaler Schwachsinn ist. Was mache ich hier eigentlich? Ach ja, genau. Das ist jetzt nur mal so ein Beispiel. Deswegen, Wurzel kann man so nicht aus Summen ziehen. Halt, ich wollte eigentlich hier das machen. Und so Beispiele gibt es halt zuhauf, also beziehungsweise so Fehler gibt es zuhauf und die passenden Beispiele, die ergeben sich dann schon direkt. Und ja, okay, ich habe natürlich viel mit Nachhilfeschülern zu tun, da ich in einem Nachhilfeinstitut arbeite. Und da sieht man halt ständig solche Fehler. Und wie gesagt, ich wollte schon sagen, Minecraft. Ja, Minecraft ist bestimmt auch total einfach. Mathe ist eigentlich total einfach. Das sieht bloß keiner so. Natürlich gibt es ein bisschen komplizierte Regeln, man muss halt einfach bloß die Regeln lernen, finde ich. Also man kann Mathe, okay, es gibt natürlich schwieriges Zeug, aber man kann, glaube ich, durch Mathe durchkommen, indem man sich nur die Regeln, indem man nur die Regeln lernt, diese Regeln lernt und halt, ja, damit rechnet. Das würde ja schon vollkommen reichen, da würde man bestimmt mit den Dreiern ganz gut, durch seine Schullaufbahn kommen. Da muss er nicht der Einzelschüler sein. Das kann man ja anderen überlassen, aber allein um überhaupt durch sein Schulleben mit Mathe zu kommen, würde das ja eigentlich meines Erachtens ausreichen. Weil es ja einfach reines Reproduzieren, bisschen Organisieren ist und das macht ja eigentlich den Hauptteil einer Schulaufgabe oder Ex aus. Und das, was sozusagen, ich sag mal, die 1- und 2er-Bereich ist, das ist Transferaufgaben, oh Gott, ich werde gerade voll zum Lehrer sehen, merke ich gerade. Das ist eigentlich so, ja, der geringe Teil. Also sprich, mit dem Hauptteil der Aufgaben, mit der einfach stupide, ich sag mal, in Anführungszeichen stupide Regeln anwenden, ist kriegt man eigentlich schon die 3. So. Jetzt warte ich immer noch darauf, dass hier die Steine gebacken werden, damit ich oben mein Dächlein fertig machen kann. Und währenddessen schaue ich halt immer wieder auf mein Feld. Da ist schon wieder was fertig. So, jetzt da. Da oben kann nichts spawnen. Weil Slaps. So, das ist eigentlich fertig, oder? Das schaut doch ganz schnieke aus für den Anfang. Natürlich ist das so ein klassisches Ding. Okay, jetzt muss ich eigentlich noch warten, bis es fertig ist. Dann tue ich das auch noch mit rein. Und dann würde ich sagen, lasse ich es einfach mal für die Aufnahmerunde. Dann habe ich jetzt eigentlich aufgenommen. OBS, versprichst du 1,5 Stunden, sagt mir OBS. Keine Ahnung, mache ich halt so klassische Viertelstunden-Parts. Ja,
nachdem wie das jetzt noch dauert, ist halt die letzte Länge. Ach, was weiß ich. So ein bisschen, ich wollte so ein bisschen auch wieder Back to the Roots. Einfach wieder komplett durch aufnehmen. Das ist gar nicht so viel Firlefanz, sondern einfach klassisch. Mal hart, man hockt sich hin, nimmt auf und quatscht ein bisschen, macht ein bisschen was und ja, das war's. So, jetzt behalte ich vielleicht noch im Inventar. Aber so ein paar Kobbels im Inventar haben, ist glaube ich nie schlecht. Bis Kohle im Inventar haben. Ein bisschen Erde im Inventar haben, ist auch normalerweise nicht schlecht. So, Essen ist auch nicht schlecht. Ich könnte mir eigentlich mal ein neues Schwert machen. Habe ich noch Sticks da drin? Nö. Dann machen wir es halt. Oh, ich habe die Sticks gerade halt übersehen. Ich weiß es gerade nicht. Ich schaue es nicht nochmal nach. Ich könnte eigentlich direkt Eisen nehmen. Könnte man mal. Das nächste Mal drücken wir so eine Minentour an Steuern. Dann kann ich ja gleich mal Iron. Komm, was soll der Geiz? Zwei Eisenspitzhacken. Machen wir dieses Mal so eine kleine ausgedehnte Minentour. Nehmen wir hier noch ein paar Fackeln dazu. Obwohl, mit Fackeln müssen wir eigentlich fast großzügiger ausrüsten. Ach komm, das können wir das nächste Mal machen. Und ja, würde ich sagen, danke fürs Zuschauen, Einschalten, wie auch immer. Man sieht sich dann. Ach, ich kann sie wieder so machen. Je. Komm, ich mach da rein, wir stellen uns vors Haus. Aber es wird gerade dunkel, verdammt, ich gehe kurz ins Bett. Ach, egal. Muss dazu gehen. So, danke fürs Einschalten. Ihr könnt ja, wenn ihr wollt, Fragen stellen, die ich dann beantworten soll, oder irgendwelche Themen reinstellen, die ich besprechen soll, falls ich es irgendwie hinkriege. Ihr wisst ja, wie es bei mir läuft. Und keine Ahnung, was ist, wann das nächste Mal dieses Format hier kommt. Viertelstundenfolgen, eineinhalb Stunden aufgenommen, das sind 6 Folgen. Keine Ahnung, in welchem Abstand ich die raushau. Wird man sehen, ihr werdet es sehen, ihr habt es, beziehungsweise ihr habt es gesehen, bis diese Folge hier rausgekommen ist. Und ja, wir sehen uns dann das nächste Mal, keine Ahnung, wann das sein wird. Bis dann, tschüss!